Ja, wir feiern Gottesdienst in der Passionszeit so ganz anders, als wir es uns wünschen und vorgestellt haben. Aufgrund der Corona-Pandemie sind uns öffentliche Gottesdienste verboten. Wir wollen aber trotzdem mit Ihnen und euch feiern und deswegen der Versuch, das Ganze online zu probieren. Mal schauen, wie es angenommen wird. Wir wollen so einander helfen, unterstützen, verbunden bleiben im Miteinander und im Glauben an den Gott, der das Leben will. Wer nachher bei dem Lied mitsingen möchte, es ist das Lied 656, stimmt das? Im Gesangbuch. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Psalm für den Sonntag Letare ist der Psalm 84. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr! Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei den Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Hause wohnen, dürfen, sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle, die in ihrem Herzen erfüllt sind von dir, von dem Wunsch, deinem Heiligtum nahe zu sein. Sie durchqueren das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, allmächtiger Gott, höre mein Gebet, schenk mir ein offenes Ohr, du Gott, der Nachkommen Jakobs. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne, er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr, und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und immer da und in Ewigkeit. Amen.
als Lesung für diesen Gottesdienst habe ich Worte ausgesucht aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, so wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Amen. Wer mag, kann jetzt das Lied "Fürchte dich nicht" mitsingen im Gesangbuch die Nummer 656. Tim Bensko singt in einem Lied, das er selber geschrieben hat und das Reparieren heißt, das man auch auf YouTube sich angucken kann, von zerbrochenen Beziehungen und fragt, kann man das noch reparieren? Diese Frage kennen wir alle. Da zerbricht in unserem Leben etwas. Eine Beziehung, eine Idee für einen Lebensweg, eine Lebensperspektive, die Gesundheit. Da geht etwas kaputt oder wird kaputt gemacht, absichtlich oder auch unabsichtlich. Und dann schaut man auf den Scherbenhaufen und stellt diese und andere Fragen. Kann man den Scherbenhaufen noch zusammenflicken? Kann man das, was zerbrochen ist, wieder heil machen? Kann man das noch reparieren? Ich schaue die Scherben an und ich merke, die Reparatur des Gefäßes wird nicht gelingen, denn die einzelnen Stücke sind so kleinteilig zerbrochen, dass eine Lücke bleiben wird. Der Blick auf den Scherbenhaufen, der kann mich blockieren. Ich kann aber auch lernen, über meinen eigenen Schatten zu springen, immer wieder neu. In Japan hat man das kultiviert. Zerbrochene Gefäße, die wertvoll sind, hat man mit ganz kompliziert aufwendig zubereitetem Goldkleber fixiert, sodass deutlich ist, es ist ein zerbrochenes Gefäß, es bleibt eine Lücke. Und die französisch-schweizerische Künstlerin Nike de Saint-Phalle, bekannt durch ihre Nana-Figuren, hat diesen Sprung über den Schatten gewagt und ist mit Scherben sehr kreativ umgegangen und hat wunderbare Kunstwerke daraus gestaltet. Nun heißt es im 2. Korintherbrief, in dem Stück, das wir gerade gehört haben, dass wir ein Schatz in zerbrechlichen Gefäßen sind und dass wir diesen Schatz in diesen Gefäßen tragen. Wir alle tragen etwas Kostbares in uns, das in unseren Herzen aufleuchtet, den göttlichen Glanz auf dem Antlitz Christi. Was bedeutet das? Es bedeutet das Verstehen, dass Gott in Jesus Christus uns allen auf Augenhöhe begegnet, menschlich, einfühlsam, mitleidend, aber auch ermutigend. In der Passionszeit schauen wir in besonderer Weise darauf. Wir schauen auf den Schatz, der in uns aufleuchtet und auf das, was in uns kaputt gegangen ist.
Wir versuchen so mit Gottes Hilfe aus dem Scherben etwas Neues entstehen zu lassen. Von Gott wird uns das im Übermaß geschenkt, die Kraft, die wir dazu brauchen, so dass wir immer wieder neu Raum finden, Platz zum Leben haben und nicht verzweifeln. Amen. Ich lade Sie und euch ein zum Gebet. Gott, in unserem Leben läuft vieles anders, als wir es gerne hätten. Bei genauerem Hinsehen und Hinhören merken wir, dass Scherben zu unserem Leben dazugehören. Viele Dinge sind nicht so einfach zu reparieren. Ermutige uns, immer wieder neu aufeinander zuzugehen. Lass etwas Neues aus den Scherben entstehen. Lass uns Wege aus dem Tod ins Leben wagen, aus der Dunkelheit ins Licht. Wir beten für die Kranken und die Besorgten. Wir beten für alle Helfenden. Wir beten für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft. Wir beten auch für die, die durch Gewalt, Krieg oder andere Ursachen vertrieben werden und auf der Flucht sind. Und wir beten für alle, die uns anvertraut sind und für uns selber. Dir vertrauen wir uns an mit unseren Bitten. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne sie und uns und behüte sie und uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns gemeinsam. Er sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns und seiner Welt Frieden. Amen.